I call upon counsel for the defendant, Hess. Vor das Gericht. Meine Herren Richter, ich spreche hier als Rechtsanwalt von Borscheid für den Verteidiger Rudolf Hess, für den Angeklagten Rudolf Hess, die nunmehr anstehende Verhandlung gegen den Angeklagten Hess allein hat, über die Frage zu entscheiden, ob der Angeklagte verhandlungsunfähig bzw. verhandlungsfähig ist und darüber hinaus, ob die Voraussetzungen vorliegen, dass er überhaupt unzurechnungsfähig sein könnte. Ich persönlich, das Gericht hat diese Begriffe, juristischen Begriffe, in den Ersuchen an die Gutachter zwecks Erstattung eines Gutachtens dahin formuliert, dass es den Gutachtern aufgegeben hat, sich hinsichtlich der Verhandlungsfähigkeit dahin zu äußern, erstens, ob der Angeklagte in der Lage ist, zur Anklage zu plädieren. Zweitens, hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit hat es die Frage so formuliert, ist der Angeklagte geistig gesund oder nicht? Zu der Frage 1, ist der Angeklagte verhandlungsfähig bzw. in der Formulierung des Gerichts in der Lage, zur Anklage zu plädieren, hat das Hohe Gericht den Gutachtern einige Spezialfragen gestellt, die dahin gehen, ob der Angeklagte ausreichend im Besitz von Verstandeskräften ist, um den Verlauf der Gerichtsverhandlung zu begreifen, und dass er eine angemessene Verteidigung vornehmen kann, das heißt, einen Zeugen, gegen den er Einwendung erhebt, abzulehnen und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu verstehen. Die Sachverständigen, an die der Auftrag ergangen ist, haben in verschiedenen Kommissionen den Angeklagten Hess an einigen Tagen untersucht und dem Gericht ein Gutachten unterbreitet, das zu diesen Fragen Stellung nimmt. Ich als Verteidiger des Angeklagten muss pflichtgemäß aufgrund des Studiums dieser Gutachten, zu denen ich leider infolge der Kürze der Zeit nicht so eingehend, mit denen ich mich infolge der Kürze der Zeit nicht so eingehend befassen konnte, wie es vielleicht wünschenswert erscheint. Ich bin persönlich also aufgrund des Studiums dieser Gutachten in Verbindung mit meinen Erfahrungen und Kenntnissen, die ich persönlich mit dem Angeklagten Hess in den fast täglichen Besprechungen gemacht habe, der Überzeugung, dass der Angeklagte Hess verhandlungsunfähig ist. Ich bin daher pflichtgemäß gezwungen, für den Angeklagten Hess einen folgenden Antrag, folgende Anträge zu stellen. Erstens, das Verfahren gegen den Angeklagten Hess durch Beschluss vorläufig einzustellen. Zweitens, im Falle der bejahten Verhandlungsunfähigkeit seitens des Gerichts bitte ich
von der Durchführung des Verfahrens in Abwesenheit des Angeklagten abzusehen. Drittens, im Falle der Ablehnung des Antrages zu A, das heißt, im Falle, dass das Gericht den Angeklagten für verhandlungsfähig erachtet, bitte ich, ein Obergutachten unter Hinzuziehung weiterer namhafter Psychiater anzufordern. Ich möchte bei dieser Gelegenheit, bevor ich zur Begründung meiner Anträge komme, auf Wunsch des Angeklagten vorausschicken, dass dieser persönlich sich verhandlungsfähig hält und in dieser Beziehung auch das Gericht selbst unterrichten will. Wenn, ich komme nunmehr zur Begründung meines Antrags zu 1, wenn es richtig ist, dass der Angeklagte verhandlungsunfähig ist, so muss das Hohe Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten vorläufig einstellen. In dieser Beziehung kann ich mich zur Begründung meines Antrages nach meiner Ansicht auf die vorliegenden, dem Gericht unterbreiteten Gutachten beziehen. Die Gutachten kommen in Verfolg und im Anschluss an die durch das Hohe Gericht an die Sachverständigen gerichteten Fragen zu folgendem Ergebnis, dass ich aus dem Hauptgutachten, wie ich es bezeichnen möchte, der gemischt zusammengesetzten Delegation, die sich, soweit ich feststellen konnte, aus Sachverständigen, aus englischen, sowjetischen, amerikanischen Sachverständigen zusammensetzte und das Datum vom 14. November 1945 trägt, zitiere ich aus diesem Gutachten, zitiere ich wörtlich. In diesem Gutachten sagt das Gericht, das Gutachten, dass die Fähigkeit des Angeklagten Hess beeinträchtigt ist, sich zu verteidigen, einem Zeugen entgegenzutreten und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu verstehen. Diese Fassung als Ergebnis des Gutachtens vom 14. November habe ich deshalb zitiert, weil es sich am engsten an die durch das Gericht an die Gutachter gerichteten Fragen anschließt. Darüber hinaus sagt ein anderes Gutachten, dass, wenn auch die Amnesie den Angeklagten nicht davon zurückhält, das, was um ihn herum geht, zu verstehen und den Verlauf der Gerichtsverhandlung Will you speak a little bit more slowly? The interpreters are not able to interpret so fast. So refer expressly to those parts of the medical reports to which you wish to draw our attention. Refer us to the parts of the medical reports to which you wish to draw our attention. Did you understand what I said? Jawohl. Ich darf hierzu nur bemerken, dass ich nicht genau die Zitate nach der Seitenanzahl des Originaltextes bzw. des englischen Textes angeben kann, weil mir eine deutsche Übersetzung vorliegt. Ich kann infolgedessen also nur so, wie ich es eben sagte, angeben, dass das erste Zitat. You can read the words in German and they will be translated into English. Which report are you referring to?
Ich bezog mich für, für das wörtliche Zitat, dass die Fähigkeit auf das Gutachten vom, soweit ich es aus meiner deutschen Übertragung entnehmen kann, vom 14.11.45, das von den Sachverständigen der englischen, sowjetischen und amerikanischen Delegation unterzeichnet zu sein scheint und das beilag dem Bericht vom 17. November 1945 folgendes. Die Stelle lautet, ich darf sie noch mal wiederholen, die Fähigkeit des Angeklagten Hess ist beeinträchtigt, sich zu verteidigen, einen Zeugen entgegenzutreten und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu verstehen. Sagen, ob die Stelle which of the doctors you are quoting? Es handelt sich um den Bericht, der bei meinem Exemplar mit dem 14. November 1945 unterzeichnet ist und vermutlich von diesem, wie ich sagte, sowjetischen, amerikanischen und englischen Ärzten unterzeichnet ist. Das Originalexemplar habe ich leider bei Rückgabe der Unterlagen, nachdem diese in das Deutsche übertragen wurde, gestern Abend nicht mehr bekommen und mein Versuch, es zu bekommen, ist in der Kürze der Zeit nicht mehr geglückt. Ich habe die English prosecutor's got a copy and can tell us which it is. I'm sorry, my lord, I'm in the same difficulty as your lordship. On the order that I have, I've got copies of four medical reports. Does your lordship see that at the end of the order, of the document headed order, it says copies of four medical reports are attached. Now, my lord, the first one of these is signed by three English doctors of the 19th yes. November. The second is signed by three American and a French doctor dated the 20th of November. And then there is a report signed by three Soviet doctors dated the 17th November, and one signed by the three Soviet doctors and the French doctor dated the 16th November. These are the only ones which I have with the court's order. Yes. I don't know what this report is that you're referring to. I can help you. Ich hab hier die. Yes, that's the. Ich hab hier. That's the 16th, the Soviet. 16th. Ja, nun ist einer vom 14. auch da. Ich hab hier einen. Ja, mir fehlt eben, also die eine Original fehlt mir. Ich habe das nur in der Übersendung. Ich habe nur hier eins. Das ist der 6. Das ist der 16. Ja. Ich habe hier dieses hier von ärztlichen Standpunkt aus. Dieses fehlt mir. Das ist kein Name. Nicht. Das ist ein Angriff. Das ist nicht. Das ist nicht drückt.
abgegeben worden. Das habe ich nur entnommen. Ich nehme uns auf den Übersendungsschreiben hier. Aus diesem Schreiben, nicht wahr? Aus diesem Schreiben übernehme ich es. Entnehme ich es. Es muss aber das, wenn Sie da vielleicht sogar dieses hier, wo dieser. Ganz so sehe ich, der Herr, den Anschein. Es muss das sein, wo der Doktor reden. Auf der 14. Fred, ich glaube, es kommt gar nicht sofort an. Mir fehlt dieses Gutachten. Dr. Rorschach. Have you got the four reports which are really before us? Now, I'll read them out to you. The first is the 19th, well, I won't say the first, but the first one I've got in my hands is the 19th of November, 1945, by Lord Moran, Dr. Rees, and Dr. Riddoch. Have you got that? English, That's the English report. Nein, den fehlt, der fehlt mir. Das sind überall die Daten. Der fehlt mir. Der fehlt mir. Den habe ich nur in Deutsch. Hohes Gericht, diesen Bericht habe ich nur in deutscher Übersetzung. Nicht im Original. Well, but if you've got it in the German translation, that's quite good enough. Then the next one is dated the 20th of November, 1945, by Dr. Jean Delay, Dr. Ja. Nolan Lewis, Dr. Ewan Cameron, and Colonel Paul Schroeder. Have you got that? Den habe ich. Jawohl. That's two. Then the next one is dated the 16th of November and is signed by three Soviet doctors and one French doctor, Dr. Jean Delay, dated the 16th of November. Have you got that? Uh-huh. And the that's all, isn't it? No, 17th of November, signed by the 17th. This is the next one. And it's this one, it's quite clear. It's this one, that's the one. That's the last one. You cited the 16th, this one. And the 17th. And then there's another report of the 17th, signed by the three Soviet doctors alone, without the French doctor. Ja, den habe ich auch. Now, will you refer us to which to the passages in those reports upon which you rely? There is another report by the two English doctors, which is practically the same as the one that I've already referred to, but doesn't contain the name of Lord Moran on it. It's dated the 19th of November. Jawohl, den habe ich auch. Hohes Gericht, ich kann, glaube ich, diese Vorhaltung des Gerichts dahingehend abkürzen, dass ich persönlich auf dem Standpunkt stehe, dass alle Gutachten übereinstimmen, dahin sich präzisiert einlassen, dass die Fähigkeit des Angeklagten Hess, sich zu verteidigen, einem Zeugen entgegenzutreten und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu verstehen, wenn nicht genau mit diesen Worten, aber so doch inhaltlich genau
an diesen Text sich anlehnend verhalten. Geht man aber davon aus, dass die Gutachten alle sich in dieser Beziehung ausdrücken, dass der Angeklagte Hess in seiner Fähigkeit zur Verteidigung beeinträchtigt ist, so möchte ich vom Standpunkt des Verteidigers aus schließen und der Überzeugung sein, dass eben die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten Hess zu verneinen ist. Die Beeinträchtigung des Angeklagten in seiner Verteidigung durch die von allen Gutachten als ein geistigen Defekt anerkannte Amnesie muss im Hinblick auf die Feststellungen in den Gutachten, die den geistigen Zustand von gemischter Art, jedoch mehr als eine Art von geistiger Abnormität bezeichnen, derart gewertet werden, dass er eben als nicht verhandlungsfähig anzusprechen ist. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass diese von den Gutachtern getroffene Feststellung so weitgehend ist, dass auch eine, wie es in der Frageformulierung lautende, wie die Frageformulierung lautet, dass auch eine angemessene Verteidigung dem Angeklagten Hess aufgrund dieses geistigen Defekts, nämlich der Amnesie, nicht möglich ist. Die Gutachten gehen weiterhin davon aus, dass der Angeklagte nicht geisteskrank ist. Darauf kommt es im Augenblick nicht so sehr an, weil schon nach den Gutachten meines Erachtens die Frage überzeugend bejaht ist, dass der Angeklagte außerstande ist, alle Vorgänge infolge der Verminderung seiner Verstandeskräfte zu begreifen. Ich bin persönlich, und ich glaube mich da auch in Übereinstimmung mit den Gutachten wiederum zu befinden, der Ansicht, dass der Angeklagte auf keinen Fall in der Lage ist, sich so verständlich zu machen, wie man es von einem geistig normal beschaffenen Angeklagten verlangen muss und verlangen kann. Ich halte den Angeklagten aufgrund meiner Erfahrung mit ihm nicht imstande, die Vorhaltung, die das Gericht ihm machen wird, so zu begreifen, wie er es für seine Verteidigung braucht, weil er eben in seinem Gedächtnis völlig behindert ist. Er kennt durch den Gedächtnisverlust weder die zurückliegenden Ereignisse noch die Personen seines früheren Umgangs. Ich bin daher der Ansicht, dass es hierbei auf die gegenteilige Behauptung des Angeklagten, der sich für verhandlungsfähig hält, nicht ankommt. Da die Behinderung des Angeklagten nach den Feststellungen des Gutachtens in absehbarer Zeit nicht beseitigt werden kann, so glaube ich, muss das Verfahren gegen den Angeklagten Hess eingestellt werden. Ob die von den Gutachtern vorgeschlagene Behandlung durch Narkoanalyse den gewünschten Erfolg bringen wird, steht zurzeit
nicht fest. Es steht auch nicht fest, in welchem Zeitraum sich die volle Gesundheit des Angeklagten bei dieser Behandlung erreichen lassen wird. Die Gutachten machen dem Angeklagten Hess den Vorwurf, dass er sich absichtlich einer solchen Kur nicht unterziehen wolle. Der Angeklagte Hess hat mir versichert, dass er ganz im Gegenteil bereit wäre, sich einer Behandlung zu unterziehen, dass er nur die Behandlung durch die vorgeschlagene Kur deshalb ablehne, einmal, weil er sich ja für verhandlungsfähig erachte, weil er sich völlig gesund fühle, also eine solche Kur nicht notwendig wäre, andermal, weil er überhaupt ein Gegner von derartigen Gewalteingriffen wäre, und schließlich, weil er der Ansicht ist, ein solcher gewaltsamer Eingriff könne ihn gerade zur Jetztzeit verhandlungsunfähig machen, ihn also von der Verhandlung ausschließen, was er gerade vermeiden möchte. Ist aber der Angeklagte verhandlungsunfähig, hatte also die Fähigkeit nicht, sich zu verteidigen, wie es in Gutachten heißt, und ist diese Fähigkeit der Verhandlung zu folgen und sich zu verteidigen für eine längere Zeit nicht gegeben, so sind damit meines Erachtens die Voraussetzungen für eine vorläufige Einstellung vorhanden und begründet. Ich komme damit zu dem zweiten Antrage. Für den Fall, dass das Gericht meinen Ausführungen folgen sollte und den Angeklagten Hess für verhandlungsunfähig erachtet, so besteht die Möglichkeit nach Artikel 12 des Statuts, gegen den Angeklagten in Absentia zu behandeln. Der Paragraph 12 schreibt vor, dass der Gerichtshof das Recht hat, ein Verfahren gegen einen Angeklagten in dessen Abwesenheit durchzuführen, wenn dieser nicht auffindbar ist oder wenn der Gerichtshof es im Interesse der Gerechtigkeit aus anderen Gründen für erforderlich erachtet. Es kommt also darauf an, ob es im Interesse der Gerechtigkeit liegt, gegen den Angeklagten in Absentia zu verhandeln. Es dürfte meines Erachtens mit der objektiven Gerechtigkeit nicht zu vereinbaren sein, wenn tatsächliche Beweise wie hier dafür vorhanden sind, dass der Angeklagte durch eine auf krankhafter Basis liegende Beeinträchtigung, nämlich wegen der von allen Gutachten bejahten Amnesie, an der persönlichen Wahrnehmung seiner Rechte und an der Anwesenheit in der Verhandlung behindert ist. In einem Verfahren wie diesem hier, das so schwere Verfehlungen dem Angeklagten vorwirft und ihm möglicherweise die Todesstrafe sogar erwarten lässt, ist es meines Erachtens mit der objektiven Gerechtigkeit nicht vereinbar, wenn es dem Angeklagten persönlich aus den medizinisch bejahten Gründen versagt ist, seine ihm im Artikel 16 des Statuts nun doch gewährten Rechte wahrzunehmen. Recht im Artikel 16 des Statuts sieht aber gerade seine Selbstverteidigung doch vor, auch weiterhin die Möglichkeit, persönliche Beweismittel für seine Verteidigung vorzubringen und jeden von der Anklagebehörde geladenen Zeugen im Kreuzverhör zu vernehmen, ist für eine Verteidigung derart wichtig,
dass jeder Ausschluss von solcher Befugnis als eine Ungerechtigkeit gegenüber dem Angeklagten meines Erachtens angesehen werden muss und ein Verfahren in absentia keineswegs als ein gerechtes Verfahren hingenommen werden kann. Ist nun der Angeklagte, wie ich auszuführen mir erlaubt habe, in seiner Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, aus den übereinstimmend dargelegten Gründen der Gutachten und in dem dort ebenfalls dargelegten Umfange beeinträchtigt, dann ist er auch nicht in der Lage, seinem Verteidiger die notwendigen Informationen zu geben und ihm hierdurch den Verteidiger in den Stand zu setzen, für ihn in seiner Abwesenheit die Verteidigung durchzuführen. Nachdem das Statut die Rechte für die Verteidigung der Angeklagten in dieser noch ganz präzisierten Weise bestimmt hat, erscheint es mir als Verteidiger unbillig, diese einem Angeklagten in dem Falle vorzuenthalten, wenn er krankheitshalber an der persönlichen Wahrnehmung der Verteidigung und der Verhandlung gehindert ist. Die in Artikel 12 gegebene Vorschrift der Durchführung einer Verhandlung gegen einen abwesenden Angeklagten muss doch als eine Ausnahmebestimmung angesehen werden, die meines Erachtens doch nur dann gegen einen Angeklagten Anwendung finden sollte, der sich der Verhandlung entziehen will, obschon er dazu in der Lage wäre. Der Angeklagte Hess dagegen hat sich mir gegenüber, und das wird er wahrscheinlich auch dem Gericht gegenüber betonen, bereit zu erklärt, der Verhandlung beizuwohnen. Gerade, und er wird es deshalb gerade besonders ungerecht empfinden, wenn er, der verhandlungsbereit ist, das Verfahren gegen ihn dann, trotz seines guten Willens zur Verhandlung in absentia durchgeführt wird. Ich bitte also das Gericht, wenn es den Angeklagten für verhandlungsunfähig erklären sollte, davon abzusehen, in absentia gegen ihn zu verhandeln. Und nun schließlich noch bitte ich, folgenden Antrag unterbreiten zu dürfen: Wenn das Gericht entgegen meiner Auffassung und entgegen den nach meiner Ansicht in den Gutachten zum Ausdruck kommenden Ergebnissen den Angeklagten Hess doch für verhandlungsfähig erachten sollte, so bitte ich, ein Gutachten nochmals beizuziehen, um diese Frage erneut zu prüfen, weil ich aus den Gutachten so viel ersehen habe, dass die Gutachter sämtlich nur an einem, in einem Fall an zwei Tagen, einige wenige Stunden den Angeklagten untersucht und mit ihm gesprochen haben. Mir scheint in einem solchen Falle von so weitgehender Bedeutung es notwendig zu sein, wenn man über den Angeklagten ein vollständiges, abgerundetes Bild nach dieser Richtung hin gewinnen will, ihn doch einer längeren Untersuchung in einem Krankenhaus, in einem geeigneten Krankenhaus unterzubringen, um dann durch wochenlange Beobachtungen ein zuverlässiges Bild zu gewinnen. Dass die Herren Sachverständigen selbst nicht ganz sicher sind, ob nicht der Angeklagte Hess sogar über die bejahte Verhandlungsunfähigkeit hinaus geisteskrank ist oder mindestens nicht zurechnungsfähig ist, das geht ja daraus hervor,
dass sämtliche Gutachten an ihrem Schluss betonen, dass der Angeklagte Hess, sofern das Gericht ihn in die Verhandlung hineinzieht, ihn also nicht für verhandlungsunfähig erachtet, erneut einer psychiatrischen Untersuchung zu unterwerfen ist. Ich glaube also, dass gerade in diesem Falle den Gutachten gefolgt werden müsste, dass der Angeklagte also selbst der Anregung der Psychiater, die ihn untersucht haben, entsprechend einer erneuten und eingehenderen Untersuchung zu unterwerfen wäre. Infolgedessen würde ich bitten, falls das Gericht, wie gesagt, die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten bejahen sollte, dieser Anregung der Psychiater zu folgen und ein Obergutachten zu veranlassen. Ich habe nichts mehr zu sagen. I want to ask you one question. Is it not consistent with all the medical opinions that the defendant is capable of understanding the course of the proceedings, and that the only defect from which he is suffering is forgetfulness about what happened before he flew to England? Herr Vorsitzender, es ist richtig, dass die Gutachter zwar sagen, dass der Angeklagte Hess in der Lage ist, den Verhandlungen zu folgen. Das ist richtig. Sie betonen aber andererseits wieder, dass der Angeklagte nicht die Fähigkeit besitzt, sich zu verteidigen. Und zwar so, wie das an die Gutachter, wie die an die Gutachter gerichteten Fragen des Gerichts lauten. Das Gericht hatte den Gutachtern die Stellungnahme zu den Fragen aufgegeben, die ich mir noch mal erlauben darf, vorzulesen. Es heißt da, ist der Angeklagte geistig, gesund oder nicht? Diese Frage wird von den Gutachtern übereinstimmend dahin beantwortet, dass der Angeklagte gesund ist, dass er also nicht geisteskrank ist. Das ist richtig. Das schließt aber doch nicht aus, dass der Angeklagte im Augenblick verhandlungsunfähig sein könnte. Und in dieser Beziehung schließen sich die Gutachter den Fragen des Gerichts wiederum an, die dahin gehen, das Gericht möchte unterrichtet werden, ob der Angeklagte ausreichend Verstandeskräfte besitzt, so lautet es in meiner Übersetzung, um den Verlauf der Gerichtsverhandlungen zu begreifen, dass er eine angemessene Verteidigung vornehmen, einen Zeugen, gegen den er Einwendung erhebt, ablehnen und die Einzelheiten der Beweisaufnahme verstehen kann. Da bin ich nun der Ansicht, dass die Gutachter sich in Anlehnung an diese Fragen dahin äußern, dass der Angeklagte nicht fähig ist, eine angemessene Verteidigung vorzunehmen, einen Zeugen, gegen den er Einwendung erhebt, Vorhaltungen zu machen, ihn abzulehnen und die Einzelheiten der Beweisaufnahme zu verstehen. Das ist meines Erachtens doch in allen Gutachten mit Ausnahme des allein von den Russen abgegebenen Gutachtens überall der Fall. Ich habe, wie gesagt, wenn ich das Gutachten der französisch-amerikanischen Delegation vom 20. November 1945 vielleicht dem Gericht vorhalten darf. Da heißt es also, das Gutachten vom 20. November 1945 unter Ziffer 1, als Ergebnis unserer Prüfung und Nachforschung stellen wir fest, dass Rudolf Hess an Hysterie leidet, die sich teilweise in Gedächtnisschwund ausdrückt. Und nun kommt das, worauf ich die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichts zu lenken, bitte. Der Gedächtnisschwund ist aber solcher Art, dass er sein Verständnis für den Prozessverlauf zwar nicht stören wird, aber er wird wirken,
in Hinblick auf seine Reaktion auf Fragen nach seiner Vergangenheit und er wird seine Verteidigung beeinträchtigen. Also dieses Gutachten steht doch auf dem Standpunkt, dass die Verteidigung des Angeklagten beeinträchtigt ist. Und ich meine, man muss dann doch so weit gehen, wenn der Gutachter sagt, sie ist beeinträchtigt, dass er mindestens in sehr starkem Maße auch verhandlungsunfähig ist. Etwas weiter geht das Gutachten der sowjetisch-französischen Delegation, dass ich das von Herrn, den russischen Professoren und Professor Delay unterzeichnet ist, das auch sagt, dass der Angeklagte zwar alles, was um ihn herum geht, verstehen kann, dass aber die Amnesie derart auf seine Fähigkeit wirkt, die Verteidigung durchzuführen und alle Einzelheiten der Vergangenheit zu verstehen, sodass diese Amnesie in dieser Beziehung als störend zu bezeichnen ist. Ich meine, wenn man die Gutachten auslegt, so wie sie meines Erachtens die Gutachter haben, wie die Gutachter es haben annehmen wollen, dass sie sagen, der Angeklagte ist zwar nicht geisteskrank, der Angeklagte kann auch an und für sich rein äußerlich betrachtet den Verhandlungen folgen, er kann aber gleichwohl nicht sich verteidigen, weil er eben an einer glaubhaften Amnesie auf hysterischer Basis gelagert leidet. Do you accept the opinions of the experts? Ja. Я обратил бы внимание защитника на то, что он неправильно ссылается на заключение экспертов советских и французского, передавая его в вольном изложении, не соответствующим содержанию. Darf ich fragen, das ist das Gutachten vom 16.11.45. Да, 16 ноября 45 года. Darf ich noch mal vorlesen, wie meine Übersetzung lautet? Ich kann mich ja nur auf die Übersetzung des mir unterbreiteten englischen Textes stützen. Die Übersetzung ist von dem Hiesel, von dem Übersetzungsbüro des Sekretariats angefertigt und mir in dieser Form, in dieser Übersetzung zugegangen. Ich darf also nochmals wiederholen, dass die Übersetzung, die sich in meiner Hand befindet, des Gutachtens vom 16. November 1945, das von den Mitgliedern der russischen Kommission und dem Professor Delay in Paris unterzeichnet ist, in Ziffer 3 dieses Gutachtens wie folgt lautet. Gegenwärtig ist der Angeklagte nicht irrsinnig im strengen Sinne des Wortes. Seine Amnesie hält ihm nicht das, was um ihn herum vorgeht, zu verstehen.
wirkt aber auf seine Fähigkeit, die Verteidigung durchzuführen und alle Einzelheiten der Vergangenheit zu verstehen, die als aktuelle Tatsachen aufgeführt werden könnten, störend ein. So ist es der Text, wie ich ihn hier in meiner deutschen Übersetzung als maßgeblich vorliegen habe. That's all we wish to ask you. Does the Chief Prosecutor for the United States wish to address the tribunal? I think General Rudenko would like to open the discussion. Very that's well. Agreeable certainly. To us as it is to... Certainly. General Rudenko. В связи с заявлением защиты ГЭСа и результатах освидетельствования психического состояния ГЭСа считаю необходимым заявить следующее. Психическое состояние ГЭСа было освидетельствовано назначенными трибуналом экспертами. Эти назначенные трибуналом эксперты пришли к единодушному заключению, что ГЭС вменяем и может отвечать за свои действия. Главные обвинители, обсудив результаты заключения в соответствии с приказом трибунала, ответили на запрос трибунала, господа судьи, кратко следующее. Во-первых, у нас нет вопросов и сомнений по отчету комиссии. Мы считаем, что подсудимый Рудольф ГЭС вполне может быть подвергнут суду. Таково единодушное заключение заявления главных обвинителей. Мы считаем, что выводы экспертизы совершенно достаточны для вынесения трибуналом решения о признании ГЭСа вменяемым и подлежащим суду. Would you speak more slowly, please? Мы считаем, что выводы экспертизы совершенно достаточны для вынесения трибуналом решения о признании ГЭСа вменяемым и подлежащим суду. Мы поэтому просим трибунал вынести сегодня соответствующее решение. Защита в своем заявлении, излагая мотивы перед трибуналом об отстрочке процесса, либо о выделении дела ГЭСа по основаниям его болезни, ссылается на заключение экспертизы. Однако я должен заявить, что это заключение цитируется, я не знаю в силу каких причин, совсем не точно. Здесь указывается в изложении защиты ГЭСа, что умственные способности подсудимого ГЭСа находится в таком состоянии, что он не может защищаться, возражать свидетелям и понимать все детали доказательств. Это совершенно иначе изложено в заключении экспертизы. В заключении экспертизы говорится, что ГЭС, потеря им памяти, не будет полностью мешать пониманию им процесса,
Она будет мешать его способности защищаться и понимать подробности прошедшего периода. Мне думается, что подробности прошедшего периода... Мне думается, что подробности прошедшего периода, которых, может быть, не в состоянии все вспомнить ГЭС, и не столь уж будут интересовать трибунал. Главное, что дали эксперты своим заключением, и что у них не вызвало сомнений, и что, собственно, не вызывает сомнений и у защиты ГЭСа, это то, что ГЭС является вменяемым. А следовательно, раз так, то ГЭС и подлежит суду международного трибунала. В силу этих оснований и этих данных я считаю, что ходатайство защиты должно быть отклонено как необоснованное. May it please the tribunal, it has been suggested that I might say just a word, and as shortly as the tribunal desires, as to the legal conceptions which govern the position with which the tribunal and this defendant are placed at the present time. The question before the tribunal is whether this defendant is able to plead to the indictment and should be tried at the present time. If I might very briefly refer the tribunal to the short passages in the reports, which I submit are relevant, it might be useful at the present time. According to the attachments to the order with which I have, the first report is that signed by the British doctors on the 19th November 1945. And in that report, I beg the tribunal to refer to paragraph 3, in which the signatories say, at the moment he is not insane in the strict sense, his loss of memory will not entirely interfere with his comprehension of the proceedings, but it will interfere with his ability to make his defense and to understand details of the past which arise in evidence. The next report is that signed by the American and French doctors, and in paragraph 1, the tribunal will see, we find as a result of our examinations and investigations that Rudolf Hess is suffering from hysteria characterized in part by loss of memory. The nature of this loss of memory is such that it will not interfere with his comprehension of the proceedings, but it will interfere with his response to questions relating to his past and will interfere with his undertaking his defense. If the tribunal will proceed to the third report,
signed by the Soviet doctors at the foot of page one of the copy that I have, there is a paragraph beginning psychologically, which I submit is of importance. Psychologically, Hess is in a state of clear consciousness. He knows that he is in prison at Nuremberg under indictment as a war criminal, has read and, according to his own words, is acquainted with the charges against him. He answers questions rapidly and to the point. His speech is coherent. His thoughts formed with precision and correctness. And they are accompanied by sufficient emotionally expressive movements. Also, there is no kind of evidence of paralogism. It should also be noted here that the present psychological examination, which was conducted by Lieutenant Gilbert, Doctor of Medicine, bears out the testimony that the intelligence of Hess is normal and in some instances above the average. His movements are natural and not forced. Now, if I may come to the next report, the report which is signed by the three Soviet doctors and Professor Delay of Paris, dated the 16th, which is the last in my bundle, that says in paragraph 3, at present he is not insane in the strict sense of the word. His amnesia does not prevent him completely from understanding what is going on around him, but it will interfere with his ability to conduct his defense and to understand details of the past, which would appear as factual data. I refer, without quoting, because I don't consider that they're of such importance on this point, to the explanation of the kind and reason of the amnesia, which appeared in the Soviet report dated the 17th November under the numbers 1, 2, and 3 at the end of the report. But I remind the tribunal that all these reports unite in saying that there is no form of insanity. In these circumstances, the question in English law, and I respectfully submit that to the consideration of the tribunal as being representative of natural justice in this regard, is in deciding whether the defendant is fit to plead. The issue is whether the defendant be insane or not. And the time which is relevant for the deciding of that issue is at the date of the arraignment and not at any prior time.
different views have been expressed as to the party on whom the onus of proof lies in that issue. But the later, and logically the better view, is that the onus is on the defense, because it is always presumed that a person is sane until the contrary is proved. Now, if I might refer the court to one case which I suspect, if I may so use my mind, has not been absent from the court's mind because of the wording of the notice which we are discussing today. It is the case of Pritchard in 7 Carrington and Payne, which was referred to in Archbold's criminal pleading on the 1943 edition at page 147. In Pritchard's case, where a prisoner arraigned on an indictment for felony appeared to be deaf, dumb, and also of non-sane mind, Baron Alderson put 3 distinct issues to the jury, directing the jury to be sworn separately on each. Whether the prisoner was mute of malice or by the visitation of God, to whether he was able to plead, 3 whether he was sane or not, and on the last issue, they were directed to inquire whether the prisoner was of sufficient intellect to comprehend the course of the proceedings of the trial so as to make a proper defense, to challenge a juror, that is, a member of the jury, to whom he might wish to object, and to understand the details of the evidence. And he directed the jury that if there was no certain mode of communicating to the prisoner the details of the evidence, so that he could clearly understand them and be able properly to make his defense to the charge against him, the jury ought to find that he was not of sane mind. I submit to the tribunal that the words there quoted, to comprehend the course of the proceedings of the trial so as to make a proper defense, emphasize that the material time, the only time which should be considered, is whether at the moment of plea and of trial, the defendant understands what is charged against him and the evidence by which it is supported. And does not relate to his memory at that time. That is, I respectfully agree with your lordship. It does not relate to his memory. It has never, in English jurisprudence, to my knowledge, been held to be a bar either to trial or punishment, that a person
who comprehends the charge and the evidence has not got a memory as to what happened at the time. It is, of course, entirely a different question, which does not arise either on these reports or on this application, as to what was the defendant's state of mind when the acts were committed. No one here suggests that the defendant's state of mind when the acts charged and committed were committed was abnormal, and it does not come into this case. He will, it seems to me, be able to put forward his amnesia as part of his defense. Certainly, my lord. And to say, I should have been able to make a better defense if I had been able to remember what took place at the time. Yes, my lord. If one might compare a very simple case within my experience, and I'm sure within the experience of members of the court, where this has arisen scores of times in English courts, after a motor accident, when a man is charged with manslaughter or doing grievous bodily harm, he is often in the position of saying, because of the accident, my memory is not good or fails as to the acts charged. That is not, and no one has ever suggested, that it could be a matter of relief from criminal responsibility. I hope that the tribunal will not think that I've occupied too much of their time. I thought it was useful just to present the matter on the basis of the English law as I understand it. Sir David, so I can understand your... One of the tests under the Pritchard case, yes, is whether or not the defendant can make a proper defense. Is that right? No, with the greatest respect, you've got to read that with the preceding words. It is, and they limit it. They say whether the prisoner was of sufficient intellect to comprehend the course of the proceedings of the trial so as to make a proper defense. And would you interpret that to mean that this defendant could make a proper defense under the procedure of the trial? Yes. If you also find as a fact, which you, I think, do not dispute, and which you quoted, in fact, that although not insane, now I quote, he did not understand, or rather his amnesia does not prevent him completely from understanding what is going on around him, but it will interfere with his ability to conduct his defense and to understand details of the past. You don't think that's inconsistent with that finding? No, I'm submitting it's not. It is part of his defense, and may well be. I don't remember anything about that at all. And he could add to that from my general behavior or from other acts, which I undoubtedly have done, it is extremely unlikely that I should do it. Well, but that is the defense which is left to him, and he must take that defense. That is my submission. So even if we assume, for the purposes of argument, that his amnesia is complete and that he remembers nothing that occurred before the indictment, though now understanding the proceedings, you think he should be tried? I should submit he should be tried. Mm-hmm. That is my submission as to the legal position. I especially didn't discuss, of course, as the tribunal will appreciate, I didn't discuss the quantum of amnesia here because I'm not putting that to the tribunal. I'm putting it here. I wanted to put before the tribunal the legal basis on which this application is opposed. Therefore, I accept readily the extreme case which the learned American judge has put to me. Monsieur de Favre would like to ask you a question. Lordship, please. Je voudrais savoir à quel période s'applique l'amnésie réelle de S, d'après les rapports des médecins.
I'm so sorry, there's no English translation. One moment. Je demande à quelle période s'applique l'amnésie réelle de S. Il prétend avoir oublié les faits anciens de plus de 15 jours. Mais il peut s'agir d'une simulation, ou comme disent les rapports, d'une sursimulation. Alors, je voudrais savoir si, d'après les rapports, S a réellement perdu le souvenir des faits qui sont visés par l'acte d'accusation, des faits qui sont compris dans la période que recouvre l'acte d'accusation. What the explanation that the doctors give as to his amnesia is most clearly set out in these paragraphs of the Soviet report. That is the third report, dated the 17th of November 1945, page 2, and the numbered paragraphs 1, 2, 3. They say first, in the psychological personality of Hess, there are no changes typical of the progressive schizophrenic disease. That is, there are no changes typical of a progressive double personality developing, from which he suffered periodically while in England. Therefore the delusions from which he suffered periodically while in England cannot be considered as manifestations of a schizophrenic paranoia and must be recognized as the expression of a psychogenic paranoid reaction. That is, the psychologically comprehensible reaction. I ask the learned French judge to note the next sentence, of an unstable personality to the situation, the failure of his mission, arrest and incarceration. Such is the interpretation of the delirious statements of Hess in England, is bespoken by their disappearance, appearance, and repeated disappearance, depending on external circumstances which affected the mental state of Hess. Paragraph 2. The loss of memory by Hess is not the result of some kind of mental disease, but represents hysterical amnesia, the basis of which is a subconscious inclination towards self-defense. I ask the learned French judge to note again the next words, as well as a deliberate and conscious tendency towards it.
Such behavior often terminates when the hysterical person is faced with an unavoidable necessity of conducting himself correctly. Therefore, the amnesia of Hess may end upon his being brought to trial. 3. Rudolf Hess, prior to his flight to England, did not suffer from any kind of insanity, nor is he now suffering from it. At the present time, he exhibits hysterical behavior with signs of, and again I ask the learned French judge to note this point, with signs of a conscious, intentional, simulated character which does not exonerate him from responsibility under the indictment. The last sentence is a matter for the tribunal. But in these circumstances, it would be impossible to say that the amnesia may continue to be complete or is entirely unconscious, that is deliberately avoided by the learned doctors. Therefore, the prosecution do not say that that is the case, but they do say that even if it were complete, the legal basis which I have suggested to the court is the correct one for action in this matter. Thank you, Sir David. Would Dr. Rorschach like to add anything by way of reply? Mr. Jackson does not speak. Mr. Justice Jackson, I gathered from what Sir David said that he was speaking on behalf of you and of the French prosecutor. Is that right? I intend to adopt all that he said. I would add only a few words. Oh, I beg your pardon. Dr. Rorschach, Mr. Justice Jackson has something to say, first of all. I adopt all that has been said and will not repeat. We have three applications before the tribunal. One is for another examination. I shall spend very little time on that. I think that we've made up to this point with this examination medical history and having 7 psychiatrists from 5 nations who have completely agreed. An achievement of that kind is not likely to be risked. The only reason suggested here is that a relatively short time has been devoted to the examination. But I suggest to your honors that that is not the situation, because there has been available the examinations and observations and medical history during the incarceration of Hess in England extending from 1941 and the reports of the psychiatrists of the American forces since he was brought to Nuremberg. And they all agree. So that there is a more complete medical history in this case than in most cases. Next application was as to trial in absentia. I shall spend no time on that, for there seems to be no occasion for trying Hess in absentia if he shouldn't be tried in his presence. If he's unable to be tried, why, he shouldn't be tried at all. That's all that I can see to it. I would like to call your attention to the one thing in all this, the one statement on which any case can be made here for postponement. And that is the statement which all agree that Hess' condition will interfere with his response to questions relating to his past and will interfere with his undertaking his defense. Now, I think it will interfere with his defense if he persists in it.
and I am sure that counsel has a very difficult task. But Hess has refused the treatment, and I have filed with the court the report of Major Kelly, the American psychiatrist in whose care he was placed immediately after he was brought here. He has refused every simple treatment that has been suggested. He's refused to submit to the ordinary things that we submit to every day, blood tests and examinations, and says he will submit to nothing until after the trial. The medication which was suggested to bring him out of this hysterical situation, and every psychiatrist agrees that this is simply a hysterical situation, if it's genuine at all, was the use of intravenous drugs of the barbitol series, either sodium amitol or sodium phenethol. The ordinary sort of sedative that you'll perhaps take if on a sleepless night. We did not dare administer that, to be perfectly candid, against his objection, because we felt that if, however harmless, and in over 1,000 cases observed by Major Kelly, there has been no ill effects, although some cases are reported where it has. We felt that if he should be struck by lightning, a month afterward, it would still be charged that something that we had done had caused his death. And we did not desire to impose any such treatment upon him. But I respectfully suggest that a man cannot stand at the bar of the court and assert that his amnesia is a defense to his being tried, and at the same time refuse the simple medical expedients which all agree might be useful. He's in the volunteer class with his amnesia. He has, in England, as the reports show, is reported to have made the statement that his earlier amnesia was simulated. He came out of this state during a period in England, then went back into it. It is now highly selective. That is to say, you can't be sure what Hess will remember and what he will not remember. His amnesia is not of the type that's a complete blotting out of the personality, of the type would be fatal to his defense. So we feel that so long as Hess refuses the ordinary, simple expedients, even if his amnesia is genuine, that he is not in a position to continue to assert that he must not be brought to trial. We think he should be tried, not tried in absentia, but this trial should proceed. Except I think that Hess is asserting that he should be tried, is he not? I beg your pardon? Isn't Hess asserting that he wants to be tried? Well, I don't know about that. He's been interrogated by us and interrogated by some of his co-defendants. And I wouldn't attempt to say what he would now say he wants. I haven't observed that it's causing him any great distress. And I doubt very much if he'd like to be absent. But I wouldn't attempt to speak for him. Does Monsieur Dubost wish to add anything? Darf ich kurz Gericht mit einigen wenigen Worten meinen Standpunkt noch mal präzisieren? Ich stehe als Verteidiger des Angeklagten Hess auf folgenden Standpunkt. Erstens, in tatsächlicher Hinsicht. Der Angeklagte Hess ist nach den übereinstimmenden Gutachten der Sachverständigen nicht geisteskrank. Es liegt also nicht eine Störung seiner Geisttätigkeit vor. Zweitens, der Angeklagte Hess leidet einer Amnesie, was sämtliche Gutachter als vorhanden zugeben, wobei lediglich
in den Gutachten ein Unterschied gemacht wird, ob die Amnesie auf einer paranoidischen oder auf einer psychogenen oder auf einer hysterischen Grundlage liegt. Darin sind sich wohl alle Gutachter aber einig, dass er, wie gesagt, dass diese Amnesie auf einer krankhaften Basis seiner Geistestätigkeit beruht. Also, das Ergebnis ist, dass der Angeklagte zwar nicht geisteskrank ist, wohl aber einen geistigen Defekt hat. Daraus ergibt sich meines Erachtens zweitens rechtlich. Der Angeklagte kann sich nicht darauf berufen, dass er für seine Taten nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Denn er ist vermutlich gerade zur Zeit der Ausführung der ihm zur Last gelegten Taten sicherlich nicht geisteskrank gewesen. Er kann also zur Verantwortung gezogen werden. Ein Unterschied ist aber, wenigstens nach deutschem Recht, ob der Angeklagte zur Zeit in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen. Das heißt, ob er verhandlungsfähig ist. Und diese Frage ist meines Erachtens aufgrund der medizinischen Gutachten, die ich erlaubt, wie ich erlaubt habe, auszuführen, zu verneinen. Er ist nicht verhandlungsfähig. Ich gebe zu, dass man natürlich, und das ist die Aufgabe des Gerichts, Zweifel haben kann, ob die präzisierten Antworten der Gutachter schon ausreichen, um dahin zu gelangen, dass der Angeklagte in der Fähigkeit, sich zu verteidigen, tatsächlich beschränkt ist oder wie das Gericht es vielleicht durchaus beabsichtigt gesagt hat, ob er eine angemessene Verteidigung vornehmen kann. Ich glaube, dass darauf vielleicht das Gewicht zu legen ist. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Amnesie, also der Gedächtnisschwund, den die Gutachter allgemein bejahen, derart ist, dass er eine angemessene Verteidigung nicht vornehmen kann. Es mag sein, dass er in dem einen oder in dem anderen Falle sich verteidigen kann, dass er vielleicht in dem einen oder dem anderen Falle auch Vorhaltungen vielleicht machen kann, dass er überhaupt dem Verlauf der Verhandlung rein äußerlich gesehen folgen kann, dass er aber, wie gesagt, angemessen, das heißt, sich nicht so verteidigen kann, wie ein sonstiger Angeklagter, der im Vollbesitz seiner Geisteskräfte ist, es zu tun, in der Lage ist. Ich darf noch eins vielleicht dem Gericht sagen. Ich erlaubte mir schon auszuführen, dass der Angeklagte Hess erstens den Wunsch mir gegenüber geäußert hat, er möchte der Verhandlung beiwohnen, weil er sich gar nicht verhandlungsunfähig betrachtet. Darauf kommt es aber nach Ansicht der Verteidigung nicht an. Das ist eine Frage, die das Gericht zu prüfen hat. Die Ansicht des Angeklagten ist dabei unmaßgeblich. Hinsichtlich der Folgen, den der Herr Vertreter der amerikanischen Staatsanwaltschaft daraus zu ziehen beliebt, dass der Angeklagte sich geweigert habe, die von den Ärzten vorgeschlagene psychiatrische Kur sich zu unterziehen, die ist nicht aus einem Mangel an schlechtem Willen, an einer Böswilligkeit, auf eine Böswilligkeit zurückzuführen, sondern, wie Hess mir glaubhaft versichert hat, nur dadurch von ihm abgelehnt worden, weil er eben befürchtet, dass ein Eingriff in der Form von intervenösen Einspritzungen ihn gerade jetzt im Augenblick womöglich bei seiner geschwächten Konstitution außerstande setzen könnte, den Verhandlungen zu folgen, was gerade in seiner Absicht liegt. Wie ich mir erlaubte auszuführen, hält er sich für gesund und sagt, infolgedessen brauche ich ja gar keine intervenöse Behandlung. Ich werde gesund werden im Laufe der Zeit. Und drittens darf ich noch eins bemerken, was mir der Angeklagte jetzt gesagt hat. Er habe eine innere Abneigung gegen derartige medikamentöse Behandlung. Das beruht insofern auf Wahrheit, denn nämlich der Angeklagte Hess ist in der unglückseligen Zeit der nationalsozialistischen Regierung derjenige Verfechter gewesen, die der Naturheilkunde das Wort geredet haben,
Sie die Naturheilkundigen zu einem wissenschaftlichen Stand erhoben haben, Dresden gegründet worden, das sogenannte Rudolf-Hess-Krankenhaus, was nur auf Naturheilkunde aufgebaut ist. Insofern mag es richtig sein, dass er sagt, ich habe eine instinktive Abneigung gegen solche ärztlichen, intervenösen Behandlungen. Das ist das, was ich noch mir erlauben wollte, nachzutragen. May I make one observation, Your Honors? Yes. The argument illustrates the selectivity of the memory of which I spoke to you. Hess apparently can inform his counsel about his attitude toward this particular matter during the National Socialist regime. His counsel is able to tell us how he felt about the medical things during the National Socialist regime. But when we ask him about anything in which he participated that might have a criminal aspect, the memory becomes bad. And I hope that the court has not overlooked the statement of the matters that he does well recollect. Herr Vorsitzender, darf ich... Das stimmt nicht. Darf ich das vielleicht mal richtig stellen? Darf ich das bitten, richtig stellen zu dürfen? Yes. Well, it is unusual to hear counsel for a second reply. But as Mr. Justice Jackson has spoken again, we will hear what you have to say. Herr Vorsitzender, ich darf nur bemerken, dass ich da missverstanden worden bin. Nicht der Angeklagte Hess hat mir gesagt, dass er Anhänger der Naturheilkunde gewesen ist und sich also insoweit an eine frühere Angelegenheit erinnert, sondern ich habe dieses aus meinem Gedächtnis heraus festgestellt und weiß es und habe das als meine Ansicht und meine Erfahrung unterbreitet, um damit zu begründen, dass er von sich ein instinktives Gefühl, ein im Unterbewusstsein liegendes Gefühl für eine derartige medizinische Eingriffe hat. Also nicht die Erinnerung, es beruht also nicht auf der Erinnerung des Angeklagten Hess, sondern auf eine Tatsache, die ich aufgrund meiner Kenntnis weiß. Dr. Rorschach, the tribunal would like, if you consider it proper, that the defendant Hess should state what his view is on this question. Ich habe selbstverständlich als Verteidiger nichts dagegen. Und es entspricht, glaube ich, auch dem Wunsch, wenn der Angeklagte selbst
dem Wunsch des Angeklagten, ihn selbst zu hören. Und es wird ja auch dann das Gericht in der Lage sein, zu beurteilen, in welcher geistigen Verfassung der Angeklagte ist, also ein persönlicher Eindruck des Angeklagten auf das Gericht. Yeah. And he can state his whether he considers himself fit to plead from where he is. Well, he can't do it without a microphone. There's no microphone. Bring the microphone. Herr Präsident. Ich habe gleich zu Beginn der Verhandlung meinem Verteidiger einen Zettel hinlegen lassen, des Inhalts, dass ich der Meinung sei, dass die ganze Verhandlung wesentlich abgekürzt werden kann, wenn man mir gleich zu Beginn Gelegenheit gibt, mich kurz selbst zu äußern. Die Äußerung lautet wie folgt: Um vorzubeugen, dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, obwohl ich an den weiteren Verhandlungen teilzunehmen und mit meinen Kameraden zusammen das Urteil zu empfangen wünsche, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab, obwohl ich sie ursprünglich erst zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses abgeben wollte. Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Tatsächlich ist lediglich meine Konzentrationsfähigkeit etwas herabgesetzt. Dadurch wird jedoch meine Fähigkeit, der Verhandlung zu folgen, mich zu verteidigen, Fragen an Zeugen zu stellen oder selbst Fragen zu beantworten, nicht beeinflusst. Ich betone, dass ich die volle Verantwortung trage, für alles, was ich getan, unterschrieben oder mit unterschrieben habe. Meine grundsätzliche Einstellung, dass der Gerichtshof nicht zuständig ist, wird durch obige Erklärung nicht berührt. Ich habe bisher auch meinem Offizialverteidiger gegenüber den Gedächtnisverlust aufrechterhalten. Er hat ihn daher guten Glaubens vertreten. Jerk.